Also ich begrüße euch ganz herzlich, freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt zum Vlog 2 heute und bin ganz, ganz stolz, dass wir heute zwei Gäste haben, ein Duo, und zwar den Max Grosch an der Violine und Matthias Bublatt am Klavier. Wir freuen uns sehr, dass ihr beiden so spontan zugesagt habt und gekommen seid. Vielen lieben Dank dafür. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Zum einen wollte ich von euch gerne wissen, wir haben ja gerade zwei Stücke gehört von euch. Welche Stücke waren das? Wie heißen die? Das erste war ein Jazz-Standard, der heißt Here's That Rainy Day. Und das zweite war eine Komposition von Matthias mit dem Titel Pepper. Genau. Super, sehr schön, toll. Darf ich gleich fragen, wie das ist? Komponierst du dann für die Besetzung oder also für das Arrangement oder ist das eine Nummer, die du in verschiedenen Arrangements dir vorstellen kannst, die ihr jetzt eben zu zweit gespielt habt? In dem Fall von Pepper war es ganz interessant, weil es ist für meine Big Band geschrieben. Aha. Also das ist mit 17 Leuten, also 4 Trompeten, 5 wow. Saxophone, 4 Posaunen und volle Rhythmusgruppe. Aha. Und wir spielen es aber auch seit einiger Zeit im Duo, also da müssen wir halt... Also wir beide halt so intensiv spielen, dass es wie eine Big Band klingt, aber... Okay, super. Die Big Band werden wir auch unten verlinken, den Link. Sagt euch nochmal, wie ihr heißt. Genau, 8-Zylinder Big Band. Aha, super. Genau. Schön. Und wenn ihr dann probt, also jetzt zum Beispiel dein Arrangement liegt dann vor und wenn ihr probt, wie läuft das dann? Wie stimmt ihr euch dann ab, wer dann... was spielt oder, also jetzt, wir haben ja hauptsächlich klassische Zuhörer, die immer gewohnt sind, wenn sie Kammermusik machen, dass alles in Noten notiert ist, dass alles genau klar ist. Bei euch ist das ja, glaube ich, ein bisschen anders. Wie wird das dann notiert oder wie genau macht ihr aus, was ihr dann spielt? Also jetzt bei dem Stück, bei Pepper, da war die Melodie war notiert, eben also alle Parts und das haben wir uns aufgeteilt. Da haben wir zum Großteil auch zusammengespielt, die Melodie oder auch mehrstimmig. Wir sind ja nur zu zweit, also dann zweistimmig eben. Aber dann gibt es auch diese Solo-Formen, da sind dann die Akkorde sind vorgegeben, also welcher Akkord es gerade ist. Und dann kann jeder so viel Chorus, ein Chorus ist ein Durchlauf von der Form, kann sich so viele Durchläufe nehmen, wie er möchte. Also das entscheidet ihr am Zeitpunkt des Spielens, wer wie lang soliert oder wer wie lang... das Zepter in der Hand hält oder wie macht ihr das oder macht ihr das vorher aus so ein bisschen? Also ich glaube, wir haben ausgemacht, wer das erste Solo nimmt, aber jetzt wie lang das eigentlich ist, das ist nicht ausgemacht. Und das entwickelt sich einfach beim genau, Spielen. Es gibt auch teilweise, spielen wir auch, dass wir dann zusammen gleichzeitig solieren. Das haben wir beim letzten Stück, haben wir das dann gemacht. Aber toll, super. Und weil ich jetzt gerade natürlich mit euch beiden hier sitze, wie habt ihr zwei euch kennengelernt? Wie kam es zueinander oder seit wann spielt ihr miteinander oder wie ist das? Wir kennen uns eigentlich indirekt aus New York. Da haben wir im gleichen Stadtteil gewohnt, in Astoria. Matthias war, glaube ich, jetzt 8 Jahre in New York, oder? Also 9 Jahre in Amerika und 7 in New York. Davon, ich war 3 Jahre dort und als der Matthias zurückgekommen ist nach München, war ich schon 3-4 Jahre wieder hier. Und ich habe ihn... sofort gekrallt und eingeladen für ein Duo-Konzert. Und seitdem spielen wir eigentlich. Das ist so vor 10 Jahren gewesen. Das sind jetzt schon 10 Jahre, ja. Tatsächlich. Seitdem spielen wir mehr oder weniger regelmäßig im Duo und in verschiedenen Besetzungen. Ja. Toll. Gibt es irgendwelche zukünftigen Projekte, an denen ihr gerade sitzt oder die ihr gerade bearbeitet, die man vielleicht schon nennen kann? Ja, wir haben eine Reihe zusammen, die heißt Seasonal Concerts. Die ist in Kempfenhausen im Rittersaal. Und da laden wir normalerweise, also als Duo laden wir Gäste ein und mit denen machen wir 4 Konzerte im Jahr. Das ist jetzt natürlich alles momentan auf Eis, aber das ist so unser Format. Und sonst haben wir die Besetzung auch gerne erweitert zum Trio von Christian Lettner. Da spielt der Matthias dann Orgel. Oder auch mal zum Quartett oder Quintett und spielen mal unter seinem Namen, mal unter meinem Namen. Das ist eigentlich so flexibel. Okay. Super. Ja. Matthias, erzählst du mir vorher was von einer IP? Wo ich ganz begeistert war, wie das genau, also was wir jetzt auch gemacht haben, dass wir, also ich mache zurzeit viel so Musikproduktion und da habe ich auch zusammen mit Max, haben wir jetzt 2 Stücke gemacht, so eher so Hip-Hop-Style. Das eins jetzt ist schon, das ist nur digital veröffentlicht, also das kam jetzt im November raus und wir arbeiten gerade an einem weiteren Stück, also das ist mit einem Schlagzeuger aus
New York zusammen, der heißt Adam Jackson. Dem okay. schicke ich dann immer die Spuren und er spielt drauf und dann spiele ich noch Keyboards und Bass und dann der Max spielt Geige und jetzt das nächste, könnte sein, dass es sogar ein ganzes Streichquartett dann wird, also mit super. Mit Max. Und ja. Wie wird das vermarktet? Wie verkauft ihr das? Wie bringt ihr das an den Mann? Das läuft über Streaming, also über Spotify. Ja. Also das ist mein Experiment, wie das funktioniert mit okay. diesen Streaming-Formaten. Werden wir auch unten verlinken, dass ihr das gleich den Leuten, die hier zuschauen, gleich zeigen könnt, wie ihr das macht. Super. Eine ganz generelle Frage habe ich an euch, weil ich das auch oft von klassischen Kollegen gefragt werde. Wie ist eigentlich eure Auseinandersetzung mit klassischer Musik? Habt ihr mit klassischer Musik begonnen, also Geige und Klavier zu spielen? Oder wäre zum Beispiel, was mich interessieren würde, ist, wenn ihr arrangiert, orientiert ihr euch dann an klassischen Werken oder an Techniken, die klassische Komponisten benutzt haben zum Arrangieren? Oder ist das wirklich eine so andere Welt, dass das damit gar nicht vergleichbar ist? Also kann, glaube ich, jeder von uns was dazu sagen. Ja. Also jetzt in meinem Fall, ich habe nicht mit, also jetzt zum ersten Teil der Frage, mit was habe ich angefangen? Also ich habe nicht mit Klassik angefangen, also ich war sehr, eigentlich komplett autodidaktisch. Also ich habe Blues, Boogie Woogie begonnen. Aha. Also ich sage immer, wie ein Gitarrist aus vom Mississippi oder so. Also aber ich spiele jetzt, spiele ich hobbymäßig sehr viel Klassik und habe auch sehr lange Unterricht genommen. Okay. Und jetzt sogar während der Krise habe ich bei meinem alten Lehrer in New York so ein paar Online-Stunden genommen. Und ich habe auch, wenn ich Solo-Piano-Auftritte spiele, spiele ich oft, also verjazze ich klassische Werke. Und das weitere jetzt zu den Arrangiertechniken. Also natürlich schaue ich mir gerne auch Partituren an, um Ideen zu bekommen. Ich studiere Musikwissenschaften sogar zurzeit und mache relativ intensiv beschäftige ich mich mit diesen Sachen. Aber eins zu eins in den Jazz kann man es nicht übernehmen, würde ich sagen. Also es gibt natürlich jetzt so ein paar so harmonische Sachen. Ich habe jetzt in letzter Zeit relativ viel so Debussy gehört und da dachte ich, das sind ja die Akkorde, die der Chick Corea oder Herbie Hancock dauernd verwendet. Und dann sieht man vielleicht, woher es der Chick Corea hat und vielleicht eher, wie man die Sachen verbindet, woher nehmen die Musiker ihre Einflüsse. Also ich sehe es eher so als Erweiterung oder als Vergleichen. Sachen, die wir sowieso schon seit Jahren benutzen, das hat ja der schon irgendwie vor 200 Jahren gemacht. Also und würdest du sagen, dass es einen Komponisten gibt, von dem du sozusagen sehr viel an Satztechnik oder an Komposition gelesen hast oder für dich sehr wichtig empfindest? Ja, ich habe Beethoven habe ich relativ viel gespielt so im letzten Jahr und so, wie er irgendwie Themen entwickelt. Aber ich finde, man kann es nicht auf den Jazz direkt übertragen, weil es dafür wirklich zu verschieden ist. Also könnte man nicht sagen, ja. Wie ist das bei dir, Max? Meine Antwort weißt du zum Teil, ich komme aus der Klassik, wir haben ja zusammen studiert und ich denke, also für mich ist das klassische Fundament einfach wichtig am Instrument. Das Streichinstrument kommt eigentlich jetzt in Europa aus der Klassik, das heißt, das ist wichtig. Ich glaube, man bedient sich jeglicher Musik beim Improvisieren, beim Komponieren, Arrangieren. Ich bin da nicht so fleißig wie der Matthias und auch nicht annähernd so gut. Aber ich glaube, alle, die ich kenne, auch Jazzmusiker, hören sehr viel Klassik, um einfach Ideen zu bekommen, weil das natürlich nach wie vor die meisterhaft entwickelte Musik ist, durchdachte Musik ist und die ist für uns Improvisatoren immer so ein Vorbild natürlich. Aber würdest du jetzt zum Beispiel sagen, jetzt unter uns Geigern gesprochen, dass du dich mit ganz klassischen Techniken, also ob das Flash, Sefcek oder was auch immer ist, hat ja jeder so ein klassischer Geiger hat sein Technikprogramm, was er, um sich fit zu halten, benutzt. Ist das für dich auch interessant oder hast du da einfach andere Skalen? Wahrscheinlich sind das ja eher Kirchentonarten, die du verwendest oder die du üben musst, sozusagen nicht so sehr die normale Harmonik, wie wir sie jetzt haben. Hast du da andere Schulen oder andere Techniken,
mit dem du dich wirklich regelmäßig beschäftigen musst, um dich fit zu halten. Ja, also das, ich würde sagen, das ist im Jazz generell ein bisschen anders, weil die Sachen, die wir jetzt als Technik üben, sind Sachen, die wir dann direkt in der Improvisation verwenden. Mhm. Während natürlich jetzt ein Chef-Chick oder Flash nicht unbedingt etwas ist, was man dann nachher spielt, sondern es hält euch fit. Bei uns ist immer die Ebene wichtig, dass die Sachen, die man jetzt technisch übt, man auch musiktheoretisch versteht. Also ich übe eigentlich eher so Bausteine, die ich dann in meiner Improvisation verwenden kann. Mhm. Und klar, also fit muss man sein. Es ist, für mich ist es jetzt ein bisschen anderes fit, als ich in der Klassik hatte. Ich muss sehr schnell mit kleinen Dingen reagieren können, mhm. während man in der Klassik, glaube ich, natürlich sehr feilt an Klang, Intonation und überhaupt so einem Basis Fitness oder Basissound, den man braucht und dann auf die Literatur überträgt. Und wir versuchen das sicher zu erarbeiten, aber sind natürlich dann, wenn wir improvisieren, ist teilweise wie in freier Luft. Und mhm. Man hat hoffentlich dann halbwegs einen Sound, aber man geht oft mit seinen Gedanken und hofft, dass die Hände mitspielen. Ja, sprich, das ist, was wir am meisten trainieren, das, was wir innerlich hören, schnell übertragen zu können. Mhm. Mhm. Schön. Eine Frage, bevor wir gleich nochmal was von euch hören dürfen, möchte ich noch weitergeben, die an mich auch getragen wurde. Es gibt ja bei einzelnen Musikern so ganz spezielle Rituale vor Konzerten, was man macht. Und ich wurde eben gefragt, ob das bei euch denn zum Beispiel jetzt im Vergleich zu uns Klassikern, ob das anders ist, ob es, was weiß ich, der eine meditiert, der andere muss ganz viel essen, der dritte sucht Ruhe, der vierte braucht Ablenkung. Habt ihr so Rituale vor Konzerten, die ihr ganz fest einhaltet? Oder gibt es sowas eigentlich nicht, je nachdem, wo man spielt und wie man spielt? Also es hängt immer davon ab. Also wenn Zeit ist, gehe ich immer vorher noch mal kurz raus, so ein bisschen eine Runde spazieren. Also mhm. am liebsten auch alleine. Mhm. Aber oft ist es auch so, dass man irgendwo hinkommt und dann ist so wenig Zeit, dass man eigentlich direkt auf die Bühne muss. Ja, ja. Also aber normalerweise dieses Rausgehen, kurz so in der Gegend ein bisschen rumlaufen, das wäre jetzt für mich schon interessant. Und bei dir? Ist unterschiedlich, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Aber es oft, wie der Matthias sagt, sind es dann, man hat 5 oder 10 Minuten. Für mich ist irgendwie wichtig, dass ich mich sammle, also dass meine Gedanken nicht zu wirr sind, weil was man beim Improvisieren, also was ich nicht brauchen kann, ist, dass ich zu viele Ideen habe, sondern dass ich bei einer Idee quasi bin. Sprich, irgendwie kurz zur Ruhe kommen, durchatmen, 1-2 Töne spielen, damit man irgendwie schon warm ist und dann möglichst frisch auf die Bühne und keine Pläne haben, in Anführungszeichen. Das ist meistens gut, ja. Sehr schön. Super. Und was werdet ihr uns jetzt noch spielen für Stücke? Was habt ihr noch mitgebracht? Als nächstes spielen wir einen Gospel-Song, also aus der Gospel-Kirche. Der heißt Thank You, Lord. Da hat der Matthias, glaube ich, minimal auch harmonisiert. Aha. Und dann spielen wir ein Stück aus dem Latin-Repertoire, der heißt Mambo Influenciado von Chucho Valdez. Kubanisch. Toll. Ja, bin sehr gespannt. Sehr schön, Jazz. Sehr schön. Also euch auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Kommen. Kommt irgendwann wieder gerne. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich, dass wir die zwei präsentieren konnten. Möchte nochmal sagen, unten stehen einige wichtige Dinge, die gut wären zu lesen und zu befolgen. Den Kanal abonnieren, das ist ganz wichtig. Das wäre ganz toll, wenn ihr das machen könnt. Und ansonsten viel Spaß beim Spielen und wir hören jetzt. Dankeschön. Danke, ihr. Danke euch.
Halt, bleiben Sie noch kurz dran. Wir möchten uns zuerst ganz herzlich für die viele Unterstützung bedanken. Wir haben viele Zuseher, viele Zuschriften bekommen, wir haben viel Unterstützung bekommen, die uns einen guten Anfang ermöglicht. Wir möchten aber, dass alle Videos auch weiter von vielen Leuten gesehen werden. Bitte teilen Sie deswegen die Videos, abonnieren Sie unseren Kanal. Wir würden gerne, dass alle Videos im vierstelligen Klickbereich sind und dass wir schnell über 100 Abonnenten bekommen. Nächsten Freitag sind wir wieder da, diesmal im Klaviertrio mit Allen Bergius. Auf Wiedersehen.